Und damit wieder ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von EEP. Heute hoffentlich ohne Überlänge. Das Talent habe ich jetzt schon zigmal jetzt unter Beweis gestellt. Ist mir auch schon bereits zum Beispiel in der Schule, ist das mir sehr oft passiert, einfach mal so während eines Vortrages mal dezent Länge überzogen. Greife ich doch lieber auf die Breite von 3,5 zurück. Und so entstehen ein paar Lücken in EEP. Obwohl 8 Meter ist tatsächlich ein bisschen zu lang. 6 Meter. Ich werde hier noch so einiges umjustieren müssen. Links und dann noch eine Mittellinie. Sage jetzt einfach mal so. Freischnauze nach so eine Länge von, wie gesehen, 20 Meter. Jetzt brauche ich hier noch einen Fußweg. Gibt es noch als separaten Spline. Kommt das hier noch so als eine Art Abschluss dran? Bezüglich der Verwaltungsmassen muss ich eigentlich noch was einfallen lassen. 10,25. 10,5. Wie gesagt, Zentimeter Arbeit. Und es wird Zeit, dass ich mir echt einen zweiten Bildschirm zulege. Dass ich dann auf dem einen Bildschirm, dann, wenn ich rüberschaue, dann mal das Aufnahmeprogramm sehe. Nehme hier mal mit OBS auf. Und ich habe wirklich so. Als Zeitgeber habe ich neben mir immer mein Handy liegen. Die einzigste App, die ich dafür immer nutze, ist halt die Stoppuhr-Funktion. Das ist die einzigste Funktion, die ich wirklich regelmäßig benötige. Auch wenn das System nicht ganz fehlerfrei ist. Wie die eine gerade mal 7,5 Minuten lange Folge von Anno 2205 mal gezeigt hat. Gehweg, dann aber auch mit einer durchgezogenen Linie. Und dann muss ich wohl noch was in Rastereinstellungen noch was verändern. So ergibt sich dann nach und nach dann das der erste Teil vom Bahnhofstorplatz mit den Bushaltestellen, den dann wird hier noch so einiges mit dazukommen. Auch
irgendwie wirkt es wie für den Bahnhofsplatz etwas mit Asphalt überladen, aber gut. Da will ich jetzt auch nichts so richtig verändern. Dich täusche ich mal aus. Links, Länge 20. Dann habe ich ja hier noch 20. Auf einer Höhe von 0,1. Ich glaube, einmal muss reichen. Könnt ihr dann mal testen, indem ich da einfach meinen Gelenkbus hinsetze? Ob das von der Länge her passt. Das hier, daraus mache ich mal eine Dreiweg. Dass man dann sozusagen in drei Richtungen abbiegen kann. Gehweg mit durchgezogener Mittellinie. Dann verzichte ich jetzt mal auf sämtlichste Mittellinien. Weiß nicht, ob ich eine separate Abbiegespur mit einfügen soll. Oder hier so eine normale in drei Richtungen verzweigende Kreuzung werden. Überhaupt eine normale Kreuzung, besser gesagt. Also wenn es um Straßenbau geht, da kennt irgendwie meine Spontanität, nenne ich es jetzt mal so, irgendwie immer ganz schnell eine Grenze. Und das war wieder ein Fehler. Bräuchte nämlich links und dann nehme ich eine Zweiwege. Dann mal einen Abzweig. Setze ihn hier so an. So, das nächste war eine. Moment, Fahrspur sind 4 Meter. Jetzt kriege ich langsam einen trockenen Hals, muss danach erstmal was trinken. Nehmen wir hier 25. Okay, bestätigen. Und dann müssen wir jetzt auf 2 Meter verschoben wurden. Muss ich dann auf kompletter Länge wieder umdrehen. Jetzt ganz normal einen Gehweg. Habe jetzt wirklich überhaupt keine Ahnung, wie ich überhaupt was bauen soll. Nur wie ich es überhaupt gerade hier baue. Baue jetzt einfach komplett spontan hier irgendwas auf. Hier 30 und das 40 und damit das nicht blöd aussieht,
Drehe ich das hier nochmal um 180 Grad um. Und so habe ich bereits manche Kreuzen gebaut. Das wird dann im Endeffekt hier nur so für sich geschlossen werden. Oder dass es hier noch eine weitere Verbindung gibt. Ach ja, wie mache ich das mit den Bussen? Oh, ich glaube, ich muss doch noch eine Verbindung bauen. Da muss man doch tatsächlich noch eine weitere Verbindung herhalten. Dann wird dann eine normale Kreuzung werden. Oh, wie so ein Konstrukt. Sowieso immer recht schwierig umzusetzen. Hier irgendwo ist dann halt die Anlagenkante. Weil allzu weit will ich hier die Stadt nicht ausführen. Nein, das war der falsche Gleisstil. Ohne Mittellinie. Die gesamte Mittellinie füge ich dann mit separaten Splines dann innerhalb der Kreuzung ein. Ansonsten, wenn ich das hier mit normalen Straßensplines machen würde, es würde dann ganz schnell ins Chaos ausarten. Dann hätten wir hier halt eine Kreuzung mit separaten Abbiegespuren. Das sind 22 und 5. Noch 27 Meter. 27. Die Hälfte ist 13,5. Erinnere mich gerade an die eine Kreuzung bei uns in der, bei mir in meiner Heimatstadt. Ach nee, Moment, das war ja auf 2. Ich bin heute echt in der Held der Arbeit. Auf 11 Meter, das wird das ja noch mieser werden. Kein Wunder, dass alle meine Städte in City Skylines immer im Verkehrschaos versunken sind. So wie ich Kreuzungen baue, wundert mich das gerade echt nicht mehr. Und wieder eine Folge mit einem Höchstmaß an Ironie und Sarkasmus. Also langsam wird es ja hier mit der Anlage. Eine Schnellstraße habe ich geplant hier mit einer Brücke. Einer erhöhten Anordnung. Einmal quer hier entlang der Anlagenkante zu ziehen. Und hier würde ich schon bereits die Anlagenkante dann hinkommen. Das nehme ich mir dann alles für die nächste Folge auf. Ich würde das mal sagen. An dieser Stelle war es das erstmal von dieser Folge. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Kreuzung und dann, ja, vielleicht die Bahnhofsüberdachung. Zumindest die Überdachung für die Bahnsteige. Ist ja hier kein kleiner Bahnhof
wo man auf Überdachung verzichten könnte. Und selbst die Deutsche Bahn macht mehr bei ihren Standard Bahnhöfen, die mittlerweile gebaut werden. Kommt eine Überdachung hin. Aber das ist erst alles in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss und ja, bis zur nächsten Folge.